Never Alone, Folge 2, unterwegs zum Eulenmann zurück. Ach, jetzt kann man da drüber springen, okay. Unterwegs zurück zum Eulenmann, um ihn die Trommel wieder zu bringen. Wir haben in Folge 1 die Trommel gefunden. Bei dem Volk, was ja unser Dorf... ja, ausbeuten wollte. Ah, verstehe, okay. Und, ja, die hatten die Trommel gehabt von dem Eulenmann, wo wir jetzt die Trommel gerade wiedergeholt hatten in der letzten Folge. Wir sind jetzt auf dem Weg dorthin. Na, so. Sehr schön. Ja, und glücklich wie Oskar freut sich der Eulenmann, dass er seine Trommel wieder hat. Ich gerade am Überlegen, wo ich lang muss. Ich schätze mal hier lang, oder? Oder müssen wir wieder zurück? Ich weiß das gar nicht. Müssen wir jetzt eigentlich wieder hier lang, oder? Wie gesagt, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, ob wir wieder die hier lang müssen oder. Ja, ich glaube eher. Oder? Oder vielleicht doch? Bola zielen? Nuna? Halte er. Ah, okay. Ah. Ach so, okay, verstehe. Damit muss ich erstmal ein bisschen klarkommen. So, wunderbar. Ist gar nicht so einfach. Das ist so wie so ein Bumerang, sowas in der Art. Scheint das zu sein. Wow, hoppala. So. Ich weiß, ich muss nicht unbedingt immer switchen, dass ich halt beide Charaktere darauf bekomme. Aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht. So. Schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Und wohin uns die Reise noch weiterführt. Ah, dieser heftige Schneesturm schon wieder. Ah, oh nein. Oh. Okay, verstehe. So, das war aber gerade noch nicht da gewesen. Oh, dieser heftige Schneesturm. Mein Gott. Hoppala, das war... Oh, nein, wow. Da wurde ein Nagelechote. Die Bergscherlum Atora Upium Achuta. Und wir wissen ja seit Folge 1, dass das Mädchen auf der Suche ist nach dem Grund. Oh. Des Schneesturms. genau, nach dem Grund des Seesturms, des Schneesturms. Mein Gott, was ist denn los heute? Und ja, dann müssen wir mal schauen. Ich werde nochmal kurz in Deckung gehen, weil es sieht so aus, als ob nochmal so ein heftiger Schneesturm kommt.
Das war okay. Ja, jetzt. Sieht so ein bisschen aus wie bei Unfinished Sworn. Ein klein wenig. So. Was können wir denn... Ah, okay, ah. Der Polarfuchs kann das mitbringen. Ah, verstehe. Okay. Ist schon ein faszinierendes Gameplay, muss ich mal sagen. Also, gefällt mir sehr gut. So, kommen wir denn jetzt da oben rauf? Ja, sehr schön. Oh. Das ist natürlich nicht gut. Das heißt, ich muss nochmal zurück. Muss dann doch ab und zu doch mit beiden Charakteren, also immer im Wechsel. Ob man es glaubt oder nicht. Erst sah es nicht so aus. Erst sah es danach aus, als würde... Boah. Als würde der Computer ab und zu so ein bisschen die Steuerung davon übernehmen. Und dieser heftige Schneesturm, der bereitet uns echt Angst und Bange. Puh. Da komme ich doch niemals rauf, oder? Ah, okay, mit dem Schneesturm. Im Gepäck werden wir wahrscheinlich darüber kommen. Oh, okay. Ich finde den voll knuffig, den kleinen Polarfuchs. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Könnt das ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Unter dem Video. Ich finde bis jetzt die Geschichte sehr, sehr interessant. Oh nein! Oh, das war fies. Das ist fies. Hätte ich jetzt nicht erwartet von dem Spiel, dass so ein Gameplay-Element jetzt auf einmal hier reinkommt. So mit Rennen und Schießen. So, jetzt aber hoch. Oh, der ist aber ganz schön stinkig. Wow. Das war ganz schön stinkig jetzt gerade. Wow. Gib mir die Bola. Okay, wir will anscheinend die Bola haben. Lauf. Oh. Nein. Annapkaslikkaluaktuk. Agalan igilauningak. Sikharanaksisiinyaktuk. Danach hörte der Sturm kurz auf. Doch schon wurde es wieder windig. Es war schwierig, in dem Schneesturm etwas zu sehen. Aus wie ein Schiff. Man muss sich das mal vorstellen. Wir sind
ohne Nahrung auch jetzt hier 2 Tage lang schon unterwegs. Wahnsinn. Was ist das denn da hinten? Das war wirklich kein Grund zur Freude. Oh. Oh nein! Nein! Okay, ich habe gedacht, wir müssen uns ein wenig beeilen. Aber dem ist, glaube ich, nicht so. Ah, okay. Puh, das ist ganz schön knapp. Uah. Mein Gott, was ein tolles Abenteuer bisher. Wow. Wow, 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 wow. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Puh. Ganz schnell weiter. Großer Gefahr. Jetzt muss sie sich noch mehr beeilen. Lauf. Sie laufen. Sie liefen um ihr Leben. Nicht laufen, sondern liefen. Uah, und wo jetzt? Ich habe gerade so ein bisschen die Logik jetzt gerade vom Gimp und ich da ganz entspannt, was ich da hätte tun sollen. Nein! Oder hätte ich rüberspringen müssen zum... Also ich soll auf jeden Fall zum Polarfox wechseln. Nein! Okay, also auf die... Auf dieses Brückenstück darf ich anscheinend nicht drauflaufen. Das ist schon mal falsch. Ich verstehe gerade nicht den... Ich darf auch nicht drauflaufen, okay? Vielleicht muss der Polarfuchs wieder irgendwie... Ne, das funktioniert anscheinend nicht. Oder? Ne, das funktioniert nicht. Ich verstehe gerade irgendwie den jetzt wie wohin und was. Weil der Winter kann ja. Nee. Das ist falsch. Aber ich verstehe es gerade nicht irgendwie. Falsch. Das ist aber merkwürdig.
Das ist aber merkwürdig jetzt gerade ein wenig. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ich tun soll, bin ich ganz ehrlich. Okay. Oh nein, 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 nein. Okay. Okay. Weiter geht's. In Folge 2. Der Eisbär. Oh. Das Problem ist, der Eisbär kann auch schwimmen. Genau, ein hungriger Bär gibt nicht so leicht auf. Wahnsinn. Atemberaubend, die Story. Da haben wir wieder eine Eule. Da ist irgendwas im... Los. Ja, viel Spannung, viel erlebt in Folge 2 und ich würde sagen, es geht spannend weiter in Folge 3, denn ich möchte das... Ja, hier jetzt mal... Ich brauche echt eine Pause. Atemberaubend. Ich finde es toll. Ich finde es bis jetzt ein richtig geiles Spiel und ich hoffe, für euch auch sehr unterhaltsam. Ihr merkt es auch, es ist ein bisschen ruhigeres Let's Play wie sonst auch, aber ich sag mal so, auch zum Zusehen ist es, glaube ich, sehr, sehr geil. Und ich würde mich freuen, wenn wir dann uns wiedersehen würden, wir, mein Gott, ist ja egal. Bevor ich jetzt hier weiter noch zu Ende blubbel, sage ich einfach Tschüss, bis Folge 3. Macht's gut.